Gesund bleiben, wohlfühlen, gut gehen. Oft leichter gesagt als getan. Gesucht werden Start-ups und Unternehmer mit Konzepten, die genau das umsetzen. Und jetzt, großer Raum, Beamer an, Vortrag los. Nee, hier mal was ganz Neues. Mensch, lass uns doch Gesundheit und Bewegung irgendwie miteinander verbinden. Und so ist die Idee zum Thema, wir bewegen uns, wir walken, wir erzählen die Ideen beim Laufen entstanden. Also so läuft der Ideenwalk ab. 6 kreative Gründer haben beim Wandern Zeit, ihre Konzepte und Innovationen den fachkundigen Teilnehmern aus der regionalen Wirtschaft zu erläutern. Zum Beispiel: Wir haben im Kern unseres Produkts 5-minütige Bewegungs- und Entspannungspausen, die, und das ist das Besondere, dann eben individuell sind. Das heißt, da ist ein intelligenter Algorithmus hinter und dadurch bekommt man genau das, was man braucht. Das heißt, wenn Sie jetzt müde sind oder was gegen Rückenschmerzen, Nackenschmerzen machen wollen, dann kriegen Sie genau das, was Sie eben brauchen. Insgesamt 6 Wandergruppen sind unterwegs. Nach etwa 10 Minuten wird gewechselt, sodass jeder Gründer jeder Gruppe seine Ideen vorstellen kann. Also ich glaube, die Startups haben noch nie so gekämpft, um die Gunst der Zuhörerinnen und Zuhörer. Also in der Bewegung die Botschaft rüberzubringen, die Gruppe zusammenzuhalten, dann auch noch die Emotionen entsprechend spielen zu lassen und die Leute für sich zu gewinnen. Das war heute schon ein Kraftakt. Ja, die Weinberge unterhalb von Drachenburg und Drachenfels haben es schon in sich. So, jetzt Pause? Noch nicht. Motto des Tages ist ja: So, jetzt haben sich wirklich alle eine Pause verdient. Das Weingut Pieper sorgt für die nötige Regeneration und dann geht's auch schon weiter. Ideenwalk hatte mich dann sofort interessiert, mal in einem anderen Format außer am Tisch mal meine Idee, mein Unternehmen im Grunde genommen zu pitchen und zu zeigen, was wir machen. Am Ende des Tages gibt jeder Teilnehmer eine kurze Bewertung ab, welche Idee, welches Konzept am meisten überzeugt hat. Ein weiterer Gewinner des Abends ist der Ideenwalk selbst. Das hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen, weil es eine sehr angenehme Umgebung, ein sehr angenehmes Umfeld war. Und ja, einfach was Innovatives. Wir hatten allerbestes Wetter, wir hatten die Bewegung, eine tolle natürliche Umgebung. Also ich habe nur lachende Gesichter gesehen und Leute, die Spaß hatten. Der Ideenwalk, einfach mal was ganz anderes.